Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface-Schminki für dich und zwar geht es um die Marke Kiko. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich dachte, ich hätte einen Kiko Primer, ich habe aber keinen, deswegen nehme ich meinen Pearl Shine Elixier von Hau, was aktuell hier einfach auf meinem Schminktisch steht, um ihn als Primer zu verwenden, weil 26 Grad, ich bin am Glänzen, aber ich will mehr Glow. Meine reguläre Hautpflege inklusive Lichtschutzfaktor 50 ist natürlich schon aufgetragen und eingezogen. Zwei verschiedene Foundations werde ich verwenden, weil ich zwei Gesichtshälften habe. Da habe ich einmal aus der Tuscan Sunshine Limited Edition die Luminous Foundation in der Farbe Ivory. Die trage ich jetzt auf dieser Gesichtshälfte auf, weil ich habe ja nicht schon genug Strahlkraft durch. Mir ist warm, ein Lichtschutzfaktor und Mega Primer. Wow, die ist sehr flüssig. Krass, wie die läuft. Ich glaube, ich habe da ein bisschen viel auf meiner Mischplatte. Das Gute bei Kiko ist, die Produkte aus den Limited Editions sind deutlich besser als die aus dem Standardsortiment. Ne? Also das ist etwas, was ich gelernt habe. Und es gibt sie halt immer wieder. Und da die Limited Editions gar nicht so limitiert sind, wie man denkt, also sie sind immer relativ lange verfügbar, sind sie dann auch sehr günstig noch schnell im Nachhinein zu erstehen. Und natürlich mit einem Schwämmchen nochmal einarbeiten, überschüssiges Produkt abnehmen und besser ja, mit der Haut halt ne, verbinden. Wow, das sieht echt ein bisschen hell aus. Auf meiner Haut sitzt sie eigentlich ganz gut, also so auf meinem ne, normalen Gesicht. Wobei ich doch sagen muss, dass sie sich hier unten so ein bisschen blöd absetzt. Aber auf meiner Nase hält sie ungefähr gar nicht. Das sieht ja ganz, ganz, ganz übel aus, ne? Holla die Waldfee. Auf der anderen Seite verwende ich von der Unexpected Paradise Limited Edition die Waterproof Fluid Foundation. Und die hat einen Lichtschutzfaktor von 30. Und das ist die Farbe 01. Die ist ziemlich fest. Liegt wahrscheinlich auch an dem enthaltenen Lichtschutzfaktor. Pinsel ist einigermaßen sauber gemacht. Und die kommt auf die andere Gesichtshälfte. Die passt farblich doch ein bisschen besser, ne? Ist nicht ganz so mega weiß. Auch die Foundation hat so ihre Probleme mit meiner Nase. Und mein Gesicht sieht ganz, ganz schlimm aus. Richtig cakey. Also das sieht übel aus, auch so um meinen Mund herum, ne? Wow, das ist nicht gut. Ich vermute, dass diese beiden Foundations nicht bei mir bleiben werden, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Die haben, als es nicht so warm war, viel, viel besser funktioniert. Aber jetzt gucken wir mal, was der Concealer dazu sagt. Ich habe zwei verschiedene Concealer. Ja, tatsächlich, gerade erst im Sale bestellt. Das sind aber welche, die sind nicht aus Limited Edition, sondern aus dem Standardsortiment. Da habe ich einmal den Highlighting Effect Fluid Concealer in der Farbe 01. Der erinnert mich doch sehr an viele andere, zum Beispiel an den von Yves Saint Laurent, Touche Eclat, das soll ja auch so ein Highlighting-Gedönsen sein, ne? Man braucht erstmal ewig. Ja, ja, und dann kommt auch immer ganz viel rausgeschossen. Ich trage ihn mir hier auf, arbeite ihn mir einfach mit einem Pinsel ein und ich finde, dass er doch sehr gelb-orange, aprikot-mäßig aussieht. Wird auch direkt meine Lidschattenbasis. Ja, der ist von der Konsistenz her halt auch super flüssig, genauso wie der Touche Eclat von Yves Saint Laurent, wobei der hier jetzt ein ganz kleines bisschen mehr Deckkraft hat. Den teste ich hier unten auch noch auf meinen Rötungen. Nee, hat nicht wirklich einen abdeckenden Effekt. Nö. Und ich glaube, den werde ich auch auf der Nase verwenden. Die ist ja sowieso jetzt schon gebeutelt durch die beiden Foundations, die eine, die erst drauf war, dann runtergekommen ist und die nächste, die drauf gekommen ist, was beides nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, meine Nase ist heute schuld. Denn auch da will sie den Concealer nicht aufnehmen. Es trägt sich alles gerade einfach nur ab. Auch wenn ich jetzt so natürlich, klar, wenn ich so ein bisschen wische, dann sowieso. Aber auch wenn ich tupfe. Ja, da habe ich heute einen richtig guten Make-up-Tag mir ausgesucht. Nee, hält nicht, ne? Aber ist egal. Also jetzt unter den Augen habe ich den, also unter dem Auge habe ich den aufgetragen. Es ist ein leichter Concealer in Relation zu dem Auge, aber wirklich super leicht. Ne? Also ganz, ganz dezente Rötung hat er abgedeckt, mir nicht. Also das ist wirklich ein Sommerconcealer, den du wahrscheinlich sogar ohne Foundation tragen kannst. Auf der anderen Seite verwende ich diesen Concealer. Das ist der Universal Stick Concealer, auch in der Farbe 01. Eigentlich mag ich nicht so gerne Stick Concealer, aber vielleicht funktioniert der jetzt richtig, richtig gut. Es ist einfach so ein herausdrehbarer Stift. Auch der sieht sehr gelb aus.
Wow, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich den schon mal hatte. Wie der einfach gelb ist. Ich fall vom Glauben ab und das ist die 01, Leute. Die 01. Wie schminkt man sich müde Augen? Nun ja, man nehme sich einen viel zu dunklen Concealer, der am besten auch noch gelbstichig ist, wenn man einen kühlen Unterton von der Haut hat, und macht den sich drauf. Zack, hasse Augenringe. Das sieht total übel aus. Nee, das ist kein Produkt, was bei mir bleibt. Also nein, auch nicht als Lidschattenbase. Ich habe gerade nachgedacht, aber nein, das ist sinnbefreit, ne? Nein. Ja, ganz viel darf schon gehen. Okay, dann geben wir hier nochmal ein bisschen was von diesen Concealer hier drüber, weil wir wollen ja schon irgendwie so ein bisschen schön aussehen am Ende des Tages. Nun ja, immerhin sehe ich nicht mehr aus, als hätte ich 3 Nächte lang nicht geschlafen. Okay, dann haben wir ein Produkt, was mich auch sehr an ein High-End-Produkt erinnert, und zwar an den Magic Blabla Hollywood Blabla von Charlotte Tilbury. Denn hier haben wir so einen Flüssig-Highlighter. Das ist aus der Dolce Vita, das ist die aktuelle LE, Glam Cushion Highlighter. Schaut so aus. Und ja, das ist halt, ne, so ein Schwämmchen-Applikator, ganz genau, so wie bei Charlotte Tilbury. Dann drückt man hinten drauf und vorne kommt dann ein Produkt raus irgendwann. Oh, man muss es auf On drehen. Okay, das ergibt Sinn. Draufdrücken, wenn es auf On off steht, ist dämlich. Oh ja, jetzt kommt Produkt. Und nicht zu knapp. Das gebe ich mir jetzt einfach mal auf meine zu highlightenden Stellen. Ich glaube, Magic Wand oder sowas heißt das bei Charlotte, ne? Bei der Charlotte. Okay, blende ich mir jetzt erstmal mit dem Pinsel so ein bisschen ein. Richtig schön, muss ich gestehen. Ja, und blende mir damit die Foundation weg. Das ist vollkommen legitim, ne? Man sieht hier wirklich vollkommen, wie die Foundation hier weggeblendet ist. Wow. Das ist ja ein Träumchen. Okay, ich konnte das noch ein bisschen retten, weil ich hatte ja noch ein bisschen Foundation am Pinsel dran und so, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite gebe ich mir das ebenfalls auf. Da blende ich mir das direkt mal mit dem Schwämmchen ein. Das ist natürlich ein bisschen weicher, weil du keine Pinselhärchen hast, die jetzt irgendwas schieben könnten. Geht deutlich besser. Ja, wirklich. Aber ein schöner Glow, auf jeden Fall. Ich mache solche Flüssig-Highlighter-Geschichten immer unter meine Pudersachen. Nachher zudrehen, Leute, sonst könnte es sein, dass euch das Ding kippt. Ja, das ist halt immer so meine Art und Weise, in welcher Reihenfolge ich das mache. So, ich könnte es auch noch hier auf die Nasenspitze geben. Ja, muss man nicht verblenden, ne? Doch ein bisschen. Die gebeutelte Nase heute, ich sag euch das. Selbstverständlich hält der Flüssig-Highlighter da jetzt auch nicht unbedingt, ne? Läuft. Nee, aber trotzdem. Also den finde ich schon mal ganz okay. Den werde ich jetzt noch mit anderen Produkten ausprobieren, weil ich denke, dass das Wegschieben der Foundation tatsächlich an der Foundation an sich gelegen hat und an meiner sehr, sehr warmen Haut gerade. Aber ja, kann man definitiv so kaufen. Schön. Witzig, die beiden Produkte, die ich behalte, sind die beiden Dupe-Produkte und die 3 Produkte, die gehen werden bislang, sind die normalen Produkte, wobei die safe auch zu irgendwas in Dupe sein könnten. Was ich jetzt ganz gerne mache, ist, dass ich mir ein, da ist eine Kugel drin, dass ich mir ein Setting-Spray drüber gebe, nachdem ich alle cremigen und flüssigen Texturen aufgetragen habe. Da habe ich hier aus der Wonder Woman-Kollektion den Stardust Make-Up-Fixer, den ich erstmal ordentlich schüttel, weil der hat sich unten ordentlich abgesetzt. Denn so schaut der aus. Also der hat richtig Perlenglow drin. Vorsichtshalber erstmal ein Testsprüher. Okay, könnte was werden. Ist kein feiner Sprühnebel, der springt einen schon an, ne? Ja. Da habe ich jetzt nochmal die extra Portion Glow bekommen. Gefällt mir. Werde ich aber nachher nochmal verwenden, wenn ich alle pudrigen Sachen aufgetragen habe. Apropos Puder, da habe ich aus der Lost in Amalfi-Reihe das Finishing Powder. Das ist ein, ja, so sieht die Verpackung aus. Ein gepresstes Puder. Draußen bekriegen sich irgendwelche Hunde. Sammy, was sagst du dazu? Kann man machen. Unter meinen Augen verwende ich einfach einen Highlighter-Pinsel und setze den Concealer damit.
auch auf meinen Augenlidern. Für mein restliches Gesicht verwende ich einfach so einen fluffigen Pinsel. Aus der Ferne sieht meine Base eigentlich ganz gut aus. Vor allem der Highlighter scheint auch noch schön durch, aber von nahem, ja, sieht das Ganze schon ganz schön kraterlandschaftmäßig aus. Also vor allem, wenn ich, oh je, mein Kinn mir angucke, ist es auch eine ganz gruselige Geschichte hier, du. Mann, Mann, Mann. Hier habe ich ja eine ganz normale Falte. Ist ja normal, ne? Ich habe einfach eine Lippe und dann habe ich da ein Kinn. Das ist sich einfach komplett abgetragen. Ciao. Bitter. Richtig bitter. Wie das aussieht. Okay, werdet ihr gleich von Namen sehen, wenn wir ja auch den Lidschattendunk zusammen machen, denn dann kommt er ja wirklich ganz nah an mein Gesicht ran. Ja. Ich streichle noch ein bisschen mein Gesicht, weil es tut mir fast schon leid, dass ich es so verunstaltet habe quasi. Das Puder muss ich mir nochmal separat angucken, beziehungsweise das habe ich ja auch schon separat schon mehrfach getestet. Da gefällt es mir eigentlich auch. Aber die Foundations sind echt gruselig. Wow. Jetzt kommen wir mal zu Leben ins Gesicht bringen, Blush Bronzer Highlighter. Zuallererst habe ich hier einen Bronzer, der so groß ist wie meine Zukunft. Unexpected Paradise in der Farbe 02 Universal Sienna. Das sind 20 Gramm hier drin, ne? Das ist echt ein Oschi von Bronzer. Das ist so ein gebackener, marmorierter Bronzer. Den trage ich auf dieser Gesichtshälfte einmal auf. Die Produkte aus den LEs sind wirklich, wirklich empfehlenswert, die meisten davon. Man kann sie halt immer relativ günstig erstehen, weil die Limited Editions von Kiko halt lange verfügbar sind, beziehungsweise recht schnell im Sale landen. Und dann kann man sich meistens genau den Bronzer, den man total großartig findet, nochmal nachkaufen, weil er sehr, sehr ähnlich oder fast identisch, nur halt in einer anderen Verpackung, in einer anderen LE drin ist und deswegen dann günstiger wird in den ausgelaufenen LEs. Die Nase. Komm, die Nase. Ich mag den gerne. Der verschmilzt schön mit der Haut, wird halt eigentlich nicht fleckig. Das, was jetzt so blöd aussieht, ist halt wirklich die Base, die drunter ist. Und dass ich hier... Wie heißt dieses Ding, was da zum Ohr hin ist? Das ist immer weiß. Ich muss immer zusehen, dass ich da nachträglich noch ein bisschen Bronzer auftrage, damit sich das so ein bisschen, ne? Damit es nicht im Dunkeln leuchtet quasi. Aber so finde ich den echt schön. Das ist ein toller Bronzer. Kann ich sehr empfehlen. Auf dieser Seite möchte ich jetzt auch einen anderen Blush verwenden, als hier ich gleich verwenden werde. Hallo aus der Zukunft. Unexpected Paradise Blush 3D in der Farbe 02 Dream Coral. Und der ist so ein bisschen auch mit Schimmer mit dabei. Der ist richtig, richtig schön. Dann nehme ich mir hier von Unique einen Blusherpinsel. Gehe ordentlich durch, habe ordentlich was auf dem Pinsel und setze mir den hier direkt hin. Vielleicht war das ein bisschen viel, hm? Vielleicht sollten wir ihn besser mit einem Fluffel ausblenden. Aber sieht sehr schön frisch aus, gibt einen tollen Glow. Also, ne, das ist so ein goldener Glow. Da braucht man theoretisch dann auch auf dieser Seite keinen extra Highlighter. Ist eigentlich ein schöner Blush für den Sommer, ne? Aber dieser Blush macht einen so schönen Effekt. Also deswegen, ne, so sieht man es halt wenigstens auch mal richtig intensiv, diesen geilen Glow. Aus der Mood Boost Reihe habe ich mir diese Face Palette bestellt. Das ist eine Palette mit Blush, Bronzer und Highlighter und Blush Topper sind auch bei. Das sind diese vier Töne. Ich finde es sehr, sehr schade, dass nur auf der Pappumverpackung hier dieses Muster auch mit drauf war. Denn die Pappumverpackung bewahre ich ja nicht auf. Ne? So haben wir jetzt einfach nur ein schlichtes rosa, altrosa, Schweinchenrosa Verpackungsgedönsen. Pinsel ist sauber gemacht. Wir starten mit dem Bronzer. Der hat auch wohl einen leichten Glow drin. Okay, der ist recht dezent. Brauche ich so nicht abklopfen. Wir nehmen wieder den Blushpinsel und gehen in Pump Your Look. Das ist dieser Schimmerblush tatsächlich. Deswegen weiß ich nicht, warum wir da auch noch einen Highlighter mit dabei haben. Aber gut, den trage ich mir hier mal auf. Der ist auch eher... zurückhaltend, also deutlich zurückhaltender als der aus der Unexpected Paradise, den ich eben genommen habe, wo ich direkt einen Wurm hatte. Der sieht schon schön aus und für meinen Hautton definitiv passender als der hier. Aber wir kriegen hier noch Glow hin. Und zwar habe ich Go Glow hier. Macht man das einfach drüber? Okay, probiere ich aus. Vielleicht hier so. Jetzt nicht so ultra viel, ne?
Nicht wirklich. Ich nehme jetzt den Go Chic Highlighter. Lieber mit einem Highlighterpinsel. Wir wollen es nicht nochmal so sehr übertreiben. Gehe aber trotzdem ordentlich rein. Ein bisschen anklopfen. Tragen wir den hier so auf. Ziehen wir den natürlich auch so ein bisschen noch in den Blush mit rein. Also im Prinzip ist diese Palette, ne, wenn man das so sieht, so wie dieser Blush, nur halt separiert. Und da kommt es ganz drauf an, wie man es gerne mag und wie man das überhaupt aufträgt. Wenn man sowieso sich diesen Blush aufträgt, den Blushtopper sowieso drüber geben würde und den Highlighter sehr, sehr grob oder großflächig aufträgt, dann hat man halt so ein Ergebnis, was dem auch sehr, sehr ähnlich ist. Ist echt ulkig gerade übrigens, also für mich tatsächlich, ne? Dann braucht man ja nicht alle drei, dann spart man sich das und macht das in einem Schritt. Wenn man aber sagt, Mensch, ich habe es lieber separiert, um das selber zu dosieren, macht diese Palette durchaus Sinn. Also muss man mal schauen. Wie gesagt, das ist die aktuelle Limited Edition. Also ob man sich die dann holt oder ob man sich den anderen holt. Und ich glaube, den dürfte es noch geben. Ich habe euch eh alles in der Infobox verlinkt. Und hier ist halt das Ding, wenn du den Highlighter separat hast, muss man sich erstmal die Haare aus dem Gesicht machen, was ist hier los? Kann man sich dann natürlich auch noch schön partiell auf die Nase geben. Die arme, gebeutelte Nase und so, wo man den überall so hinhaben möchte. Frage natürlich, die immer wieder aufkommt, Mensch Claudia, wenn du dir doch eh nachher noch Puderprodukte drüber gibst, warum gibst du dir dann vorher Creme, Blush, Creme, Highlighter und so weiter drunter? Naja, das erhöht die Haltbarkeit tatsächlich, denn so Puderprodukte, die gehen relativ schnell ab im Laufe des Tages und hast du immer noch diesen Grundglow von diesem Cremeprodukt, ne? Und die Haltbarkeit an sich von dem Make-up wird dadurch irgendwie noch erhöht. Frag mich nicht wieso, it is so. Naja, aber beide Seiten sehen fast identisch aus und gefallen mir. Jetzt möchte ich mir die Augenbrauen machen, da habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal dieses Augenbrauen-Gel geholt, Lasting Eyebrow Gel in der Farbe 01, das ist so ein Pöttchen. Habe ich noch gar nicht so super häufig verwendet, weil ich kein Augenbrauen-Gel-Fan bin. Aber es ist nun mal da, ne? Nehme ich hier so einen Pinsel von Nabla aus diesem Ruby-Pinsel-Set. Kann man bei Purish kaufen und mit dem Code CLAUDIESWELT 15% sparen. Ich weiß, es sieht wirklich gut aus, ne? Und ich bin da meistens einfach zu faul für, weil mir das zu lange dauert. Das dauert so ungefähr 15 Minuten, wenn ich meine Augenbrauen damit mache, weil ich einfach nicht damit klarkomme. Aber es ist meine Farbe und wer Augenbrauenpomaden mag, wird das hier auch lieben, tatsächlich. Ich fixiere mir meine Augenbrauen aber natürlich, ne? Hey! Mit dem 24 Hours Brow Setter werden meine Augenbrauen nun in Form gebracht. Also da hat Benefit echt ein Produkt rausgebracht, meine Herren. Kein neues Produkt, ne? Aber es ist ein geiles Produkt. Ein bisschen ulkig sind die aktuellen Limited Edition Lidschattenpaletten von Kiko, denn sie erinnern uns doch sehr an die von Charlotte Tilbury. Krass. Ich habe hier aus der Dolce Vita Kollektion die 02 Sleek Mauve Variante mir gekauft. Schaut so aus. Also Wahnsinn, ne? Das ist echt der Wahnsinn, wie ähnlich das aussieht. Ich habe zwar einige von Charlotte Tilbury da und auch versucht zu vergleichen, aber ich habe jetzt keine 1:1-Geschichte gefunden, tatsächlich zu dieser hier. So sehen die Swatches aus und die Schimmertöne sind der Wahnsinn. Wow! Gesettet habe ich meine Augen ja schon entsprechend, also nehme ich mir jetzt einfach direkt einen Blendepinsel, auch aus der Ruby-Kollektion von Nabla, und gehe in diesen Mauve-Ton rein. Den setze ich mir einfach in die Lidfalte. Und dieser Look ist jetzt wirklich so nach dem Motto, mal eben schnell, so schmecke ich mir nämlich auch gerne mal eben schnell meine Augen, wenn ich keine Lidschattenpalette verwende, denn dann nehme ich meinen Blush, meinen Bronzer und meinen Highlighter. Passt irgendwie schon gerade, ne? Jetzt gehe ich auch in diesen dunklen Ton, in den Braunton rein, setze mir den in äußeres Drittel. Der ist deutlich pigmentierter als der Blush natürlich, also Blushton vor allem, als der aprikotfarbene Ton. Den setze ich mir mit einem Point Brush auch direkt an meinen unteren Wimpernkranz. Zum flachen Lidschatten-Auftragepinsel nehme ich mir zuallererst den hellen Schimmerton. Den setze ich mir hier in meinen Innenwinkel und auch in auf mein komplettes bewegliches Lid, was soll's. Also ich lasse hier außen so ein bisschen frei. Ansonsten setze ich den hier so drauf. Da kommt richtig Kabitjes aufs Auge da. Und den anderen Schimmerton, der auch so Flock-Elemente drin hat, nehme ich mir auch mit diesem Pinsel wieder auf. Wow, der kommt auch richtig gut auf den Pinsel, das ist krass. Den setze ich mir dann
hier außen hin. Der hat etwas gröberen Schimmer. Verblende ich auch ein bisschen mit in den Champagnerton. Aber ich habe damit so einen richtig schönen, nassen Look auch auf dem Auge und das mag ich gerne leiden. Also ich finde diese Palette tatsächlich besser als die anderen Charlotte Tilbury Paletten, die ich so habe. Und das ist ein Kompliment, weil ich diese Kombi von den Farben so schön finde. Das gefällt mir gut. Ein bisschen Glitzer vor laut wegmachen, aber so viel ist das nicht. Also Hammer, gefällt mir. Eine ganz, ganz tolle Palette. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen was von dem Champagnerton als Augenbrauen-Highlight aufgegeben. Und jetzt fixieren wir das Ganze wieder. Da habe ich ja mein Spray. Oh, we are as dust in the wind. Ja, genug Spaß gehabt im Leben. Tolle Lidschattenpalette und ja, ne? Also die Base, also meine Nase nach wie vor schwierig. Aber das Ganze wird jetzt auch durch die Augen mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die machen wir jetzt noch ein bisschen mehr kabam. Und zwar habe ich mir aus der Unexpected Paradise Limited Edition den Waterproof Eye Marker in der Farbe 04, was schwarz ist, bestellt. Ich glaube, ich habe den auch noch in Türkis da, aber heute möchte ich das wirklich sehr, sehr klassisch halten. Und ja, das ist einfach so ein Filzstift-Eyeliner. Schaut so aus. Hat eine relativ breite Spitze. Ich hoffe, er malt gut. Mal schauen. Was dieser Eye Marker macht, ist, er malt nicht tief schwarz, also nicht so super krass pigmentiert. Das heißt, er hat auch nicht zu viel Farbe dran, aber er blutet halt null aus und ist super gut zu kontrollieren. Das finde ich halt positiv. Ich finde ihn halt sehr zurückhaltend. Kann man mögen, muss man nicht. Ja, aber an und für sich finde ich ihn schön. Ich hatte in meiner Bestellung für Ume mit dabei bekommen 2 Mascaren, eine in Braun und eine in Blau. Das ist die Smart Color Mascara. Die werde ich jetzt aber nicht ausprobieren, weil ich habe eine andere, die ich jetzt heute testen möchte. Die werde ich mir für demnächst mal aufbewahren, wenn ich sowieso vielleicht auch ein bisschen was Intensiveres auf meinen Augen schminke und dann Bock auf farbige Mascaren habe. Finde ich aber eigentlich von der Idee her ganz cool. Ich kann euch ja mal das Bürstchen zeigen. Das ist halt so ein ganz klassisches... Nee, ist es nicht. Wow! Okay, das ist ein Kunsthaarbürstchen. Die Noppen stehen aber in 3 Abteilen ab. Also da ist dann quasi immer so eine gerade Schicht dazwischen, bis die nächsten Fasern kommen. Sehr spektakulär, das ist bei der braunen, ansonsten geht es ja kegelförmig nach vorne zusammen. Und bei der blauen ist es genauso. Ja, die hat das auch, aber ist halt dann blau, ne? Ist ja auch super sommerlich, wenn man sich so leichtfarbige Mascara drauf macht. Gerade bei grünbraunen Augen wirkt es dann nochmal sehr, sehr weich, wenn ich jetzt eine braune Mascara nehmen würde. Ich bin aber halt ein Fan von Vavavoom Lashes, deswegen die werde ich mir demnächst mal angucken. Jetzt möchte ich mir aber die Kiko Unexpected Paradise Twist Brush Waterproof Mascara anschauen. Ja, Waterproof und ich sind nicht die allerbesten Freunde. Ich werde euch auch nachher einblenden, wie es war, das Ding abzuschminken, denn eigentlich mag ich keine wasserfesten Mascaren. Mascaren halten bei mir trotzdem, wenn sie nicht wasserfest sind. So, und die erinnert mich sehr an die von By Terry, diese Twist Brush Mascara, die es dort gibt. Denn wir haben hier ein Gummibürstchen, was halt so lang ist, ne? Schaut so aus. Und so ist es gerade und erzeugt dann, glaube ich, Länge. Und wenn man hier hinten dreht, da gibt es eine kleine Möglichkeit. Achso, das solltet ihr wahrscheinlich am besten so. Ich guck mal, wo ich das am besten hinhalten kann, dass ihr das seht. Ich hoffe, das stellt scharf. Das kann man dann drehen. Und dann dreht sich das halt so ein, ne? Und dann ist es fest. Tada! Das sorgt dann für Volumen. Ich werde in der ersten Schicht dann die gerade Geschichte nehmen und in der zweiten und dritten Schicht drehe ich mir die Mascara dann einmal. Und weil ich es einfach kann und die By Terry Mascara hier habe, werde ich die beiden jetzt vergleichen. Heißt, auf diesem Auge mache ich mir die By Terry Mascara drauf und auf dieses Auge kommt die Kiko Mascara. Identischer könnten die Bürstchen tatsächlich echt nicht sein, oder? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Kiko hat nicht nur kopiert, sondern perfektioniert.
Warum? Naja, wir sehen es wahrscheinlich, wenn wir näher rankommen. Bei Terry Mascara auf dem Auge haben wir doch ziemlich deutlich diesen Fliegenbeineffekt, während die Kiko Mascara auf diesem Auge die Geschichte deutlich besser trennt. Natürlich haben wir hier ein bisschen mehr die Verlängerung, aber halt auch keine Fliegenbeine. Ich musste hier schon ziemlich kämpfen und habe trotzdem noch an den Enden da die Verklumpung. Auch wenn mir das natürlich gefällt und ich das gerne mag, weil es ist Wabawum und so weiter. Mir persönlich gefällt aber die Kiko Mascara besser. Und jetzt nochmal aus der Ultranähe sieht man auch diese Traurigkeit der Nase. Wie oft habe ich das in diesem Video jetzt schon gesagt? Viel zu oft. Viel zu oft. Wir müssen jetzt mal damit aufhören. Und jetzt gehen wir zu den Lippen. So, ich kann jetzt erstmal den Haarreifen schon mal absetzen. Also alles, was man bei diesem Wetter auszieht, ist gut, auch wenn es nur der Haarreifen ist. Ja, ich habe hier den Dolce Vita Waterproof Lip Liner in der Farbe Nummer 01. Das ist so ein ganz gefälliges Soft Nude Rose, würde ich auch dazu sagen. Ne? So ein ganz toller Ton. Zweimal ist mir der Lip Liner abgebrochen. Es ist einfach zu warm. Man merkt es, ne? Aber es ist eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Farbe. Aber ich spare mir das Ausmalen der Lippe mit dem Lip Liner einfach, weil es, wie gesagt, schon zweimal abgebrochen ist. Ich mag die Farbe. Ich mag es, dass er sehr, sehr über die Lippen so gleitet. Ein bisschen zu weich ist er wahrscheinlich. Das hat man jetzt daran gemerkt. Aber ich mag es. Also die Farbe. Und jetzt habe ich hier von Kiko aus dieser Hollywood Gems, genau, Reihe in der Farbe 01 den Diamond Dusk Lipstick. Und der ist so traumhaft schön. Der ist so von außen mit Glitzer und Sternchen und einfach wunderschön. Ich hatte den irgendwie bräunlicher in Erinnerung, aber so ist der echt schön, oder? Und der passt so gut gerade zum Look. Oh mein Gott, diese schimmernde Lippe zu dem schimmernden Wangengedöns und zu den schimmernden Augen. Ein Träumchen. Jetzt nochmal aus der Ferne. Schmuck spare ich mir, weil es ist einfach zu warm, Leute. Ne? Die beiden Foundations sind jetzt einfach lost. Die habe ich, nee, die werden nicht bei mir bleiben. Der Concealer, der einfach hier war, in viel zu gelb, auch Ciao Kakao. Ansonsten geile Produkte, auch diese Dupe-Produkte finde ich sehr interessant. Die kann man sich auf jeden Fall mal für kleineres Geld anschauen. Kiko ist nicht so super günstig, aber auch so drogeriemäßig unterwegs, würde ich sagen, vom Preisverhältnis her. Ne? Ich finde, der Look kann sich definitiv aus der Ferne sehen lassen, aus der Nase. Genau, aus der Nähe sollte man die Nase nicht anschauen. Aber so kann ich theoretisch noch ein paar Videos drehen. Ich muss mal gucken, was ich noch hinkriege bei diesen Temperaturen, aber wir kriegen das schon. Und ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr so Kiko Milano findet, was ihr von der Marke haltet, welche Erfahrungen ihr mit den Produkten gemacht habt, was ihr vollkommen für wen empfehlen könnt. Ne? Lasst euch da gerne aus, lasst uns da gerne austauschen. Ich finde, das ist immer viel cooler, wenn nicht nur meine Meinung hier in dem Video vertreten wird, sondern die ganze Community-Meinung unten in den Kommentaren, dass man sich da einfach austauschen kann. Finde ich voll cool mit dem Schwarmwissen und so. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben in meinem Da meine Playlist. In meinem Da mit den Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!